Kein Wow, aber immerhin ein Hey. Genau das ist mein Fazit zum iPhone 15 Pro Max nach genau 30 Tagen Testen. Was sich genau hinter dieser Aussage verbirgt, genau das erfährst du in diesem Video. Also bleib dran, mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Du kannst deine letzte Chance auf ein iPhone 15 Pro in diesem Video nutzen. Und falls du kein iPhone-Fan bist, dann habe ich für dich das Google Pixel 8 Pro ebenfalls im Gewinnspiel. Lass dir diese Möglichkeit nicht entgehen und in der Videobeschreibung findest du aber alles dazu. 30 Tage habe ich das iPhone 15 Pro Max jetzt für euch getestet und ich habe viel überlegt, viel ausprobiert, doch irgendwie bleibt es am Ende kein Wow, aber ein Hey. Und das möchte ich mit euch einmal genauer durchgehen. Ein iPhone ist und bleibt immer ein hochwertiges Gerät. Okay, das suggeriert ja spätestens der Preis, wenn er an der Theke steht, um das zu bezahlen. Aber in diesem Jahr, finde ich, hat man einen großen Fortschritt gemacht. Und der Titanrahmen, den man so beworben hat, auch der gefällt mir nach 30 Tagen immer noch. Was ich nicht habe, was viele andere vielleicht schon in ihren Tests gesehen haben, sind Abdrücke am Rahmen. Das kann ich an der Stelle nicht bestätigen. Muss aber auch sagen, dass ich natürlich durchgehend ein Case nutze und dadurch die Abnutzung natürlich minimalisiert wird. Ich finde, das Gewicht mit 20 Gramm ist für ein Pro Max Gerät echt toll. Es fühlt sich nicht schwer an. Ist für mich ein Handschmeichler, obwohl ich vom iPhone 14 Pro komme. Heißt, ich komme von 6,1 Zoll und bin jetzt bei 6,7 Zoll angekommen. Damit bleibt das Smartphone natürlich schon groß in der Hand bei 6,7 Zoll. Was übrigens auch groß wäre von euch, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet. Einfach abonnieren, Glocke drücken, verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Auch das Display ist und bleibt für mich immer noch ein Highlight. Ich persönlich empfinde die Strahlkraft und die Helligkeit als sehr gut. Allerdings habe ich jetzt beim Google Pixel 8 Pro erlebt, dass es noch heller geht und das, muss ich sagen, stört mich dann schon so ein bisschen, denn ich zahle für dieses iPhone knapp 1500 Euro und dann finde ich, kann hier einfach nochmal mehr kommen. Dass sie natürlich die 120 Hertz haben und dass sich das in Kombination mit iOS 17 natürlich sehr smooth, sehr weich anfühlt, ja, ein absoluter Vorteil. Und apropos iOS 17, hier hat man ja mittlerweile schon drei kleine Updates nachgeliefert und das letzte war wohl mitunter das Wichtigste, denn es ging um die Hitzeentwicklung des A17 Pro. Ich hatte diese Hitzeentwicklung nicht. Vielleicht aber auch, weil ich nicht zu den Ultra-Gamern gehöre oder zu den Leuten, die es bis ans Ultimo treiben. Seid ihr hier leider an der falschen Stelle, denn für mich ist das iPhone eigentlich da, um Content zu kreieren und damit durch den Tag zu kommen. Heißt, dabei gab es keine Wärmeentwicklung und kein störendes, naja, dass man das Gefühl hat, dass man sich die Finger verbrennt. Das heutige Video wird präsentiert von mir, richtig, denn es ist die kalte Jahreszeit und was möchte man nicht lieber essen, als wenn man von der Kälte nach drinnen reinkommt, eine schöne warme Suppe. Und hier habe ich so viele Rezepte in Omas Kochbuch für euch einmal zusammengefasst. Das könnt ihr ganz günstig bei Amazon erstehen. Für weniger als 7 Euro bekommt ihr das Ganze und ihr habt eine große Auswahl für Suppen mit Fleisch, ohne Fleisch und sogar vegane Suppen sind mit dabei. Also für jeden von euch dürfte das passende Rezept mit dabei sein, ganz einfach zu handeln, echt leicht zuzubereiten. Also falls ihr noch eine passende Geschenkidee sucht oder euch selbst verwöhnen möchtet, dann schlagt zu bei meinem Kochbuch für Suppen. Trotzdem muss ich auch sagen, bei iOS 17 sind es mir in Kombination mit dem iPhone 15 Pro Max einfach zu wenig Neuerungen. Es hört sich an wie Betriebssysteme davor und das ist auf der einen Seite etwas Gutes, weil ich meine, man kühlt sich wohl, auf der anderen Seite so das ein oder andere Highlight hätte ich mir gewünscht. Aber Software schieben wir nochmal ein bisschen auf Seite. Beim Display war ich ja schon soweit zufrieden und der Prozessor hatte für mich jetzt keine Probleme im Alltag gemacht, sollte er auch immer noch nicht für den angegebenen Preis. Für mich ist und bleibt aber ein weiteres Highlight an diesem Smartphone die Kamera. Und es ist noch nicht mal per se die 48 Megapixel Kamera, die sowohl am Tag als auch in der Nacht wirklich tolle Aufnahmen gemacht hat. Es ist und bleibt einfach für mich der Videomodus. Denn den habe ich schätzen und lieben gelernt und mag es nicht nur damit, meine Produktshots zu machen, sondern auch meine Familie zu fotografieren und auch zu filmen. Und da muss ich sagen, macht das iPhone einfach eine tolle Arbeit. Und ihr habt es ja schon in den Videos davor auch mitbekommen, warum ich mich für das iPhone 15 Pro Max entschieden habe, war die Tatsache, dass wir jetzt einen fünffach optischen Zoom haben. Und überraschenderweise nach 30 Tagen nutze ich den so gut wie nie. Wenn ich ihn dann aber nutze, finde ich, dass er wirklich eine sehr gute Arbeit leistet. Auch beim Ranzoomen an Schilder auf Distanz ist das natürlich absolut top. Aber auch bei der Fotografie ist und bleibt es für mich immer noch einfach cool, dass ich im Nachgang aus einem normalen Foto ein Porträtfoto machen kann. Das hat der Apple ja bereits vorgestellt und das ist wirklich eines der Kernfeatures, die ich für mich im Alltag nutze.
Was jetzt aber auch mit dazu kommt, ist die Möglichkeit, noch mehr Daten zu generieren in Form von Video- und Fotomaterial und das direkt auszulagern. Und das bringt mich zum nächsten Punkt mit dem USB-Typ-C-Anschluss. Und ja, ich habe es schon so ein bisschen verteufelt und mich auch ein bisschen lustig darüber gemacht. Im Alltag merke ich jetzt aber Stück für Stück, genau das hat dieses Smartphone ja eigentlich gebraucht. Und dabei geht es noch nicht mal um die Standardisierung meiner Geräte im Alltag, dass ich nur noch ein Kabel brauche und nicht das zusätzliche Lightning-Kabel, um mein iPhone aufzuladen. Wobei ich da auch immer noch sagen muss, ich habe viel kabellos aufgeladen, deshalb war es nicht immer so strittig. Es geht jetzt aber um das Übertragen von Daten. Und mit Übertragen meine ich nicht nur, dass ihr die Möglichkeit habt, direkt eure generierten Videos beispielsweise auf eine Speicherkarte rüberzuziehen und damit wirklich die ProRes-Aufnahmen zu generieren, mit denen ihr noch tollere Aufnahmen habt, was am Ende aber eher für den Content Creator, wenn nicht sogar für die Filmprofis nötig ist, sondern es geht auch darum, ihr könnt euer iPhone jetzt einfach an einen Monitor anschließen. Heißt, das Ganze wird gespiegelt, heißt, ihr habt die Möglichkeit, eure Inhalte direkt so auf große Bildschirme zu bekommen. Das war so vorher nicht möglich, deshalb ist das ein definitiver Pluspunkt an der Stelle. Aber ihr könnt auch eine Maus anschließen oder. Ihr merkt, die Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten ist hier so groß, dass es mehr ist als nur ein Anschluss. Aber was ein weiterer Vorteil des iPhone 15 Pro Max ist natürlich die Akkulaufzeit. Und ja, 7 bis 8 Stunden sind hier drin. Ich würde mir persönlich aber noch mehr wünschen. Denn gerade durch den neuen Prozessor dachte ich, da kommt vielleicht der finale Schub. Ist nicht ganz so gekommen. Bei maximal 8 Stunden komme ich raus, aber das ist immer noch ein Top-Wert. Und weiter sind für mich immer noch die Probleme mit dem Laden vorhanden. Es ist mir einfach zu wenig Ladegeschwindigkeit. Denn manchmal beschönigt man sich das ja selbst, ach, ich lade über Nacht oder ja, das reicht schon alles von der Geschwindigkeit. Nein, hier und da gibt es für mich Momente, an denen ich für mich sage, hey, ich brauche jetzt gerade mal Speed, ich bin gleich wieder unterwegs. Natürlich schließe ich dann oft die MagSafe Battery an, um dann damit durchzukommen, aber ich habe wieder einen zusätzlichen Artikel da dran, damit ich das Ganze so nutzen kann, wie ich es möchte. Irgendwie ein bisschen paradox, damit man damit durch den Alltag kommt. Und damit bleibt nach 30 Tagen immer dieser fade Beigeschmack, denn es ist kein Wow. Dieses Smartphone ist nicht neu aufgelegt, es geht keine neuen Wege, es verändert sich nicht grundlegend, aber es ist immer noch ein Hey, denn es sind kleine Stellschrauben, die man nachgelegt hat. Es sind natürlich der Rahmen, der Action-Button, den ich aber auch bis heute ehrlich gesagt so gut wie nicht nutze. Zur Verteidigung muss man aber auch sagen, den Mute-Switch habe ich ja vorher auch so gut wie nicht genutzt. Und es bleibt für mich auch dabei immer noch das Problem, er liegt einfach ungünstig oder meine Hand ist zu klein. Damit kann ich dann auch leben, dass das vielleicht das eigentliche Problem ist. Aber ihr merkt, das sind so kleine Schritte, die man gegangen ist, die im Alltag dann aber nicht immer die große Auswirkung haben. Es ist immer noch ein tolles Display. Es ist immer noch ein Top-Prozessor, der bei weitem noch nicht an seine Grenzen getrieben wurde. Es ist immer noch eine Top-Kamera, die sowohl für Fotografie als auch für Videos dem Kunden so viel bietet. Wobei ich glaube, bei der Fotografie können andere Hersteller einfach noch mehr. Im Videomodus ist und bleibt es so, dass für mich da das iPhone das Beste ist. Eine Akkulaufzeit, die ja auch wirklich gut ist, ja. Aber am Ende gibt es das Problem mit dem schnellen Laden, was wir irgendwann definitiv als Update bekommen müssen. Und natürlich stellt sich dann immer wieder die Frage, ist es dieses Geld wert? Dieses kleine Update ist für viele da draußen einfach nicht das Geld wert. Ihr müsst schon von einem iPhone 12 kommen, um zu sagen, okay, ich mache jetzt den Sprung in die 15er Reihe und selbst dann sollte man sich das Ganze gut überlegen. Und genau das meine ich. Es ist kein Wow, aber es ist ein Hey mit kleinen Schritten, die man nach vorne gegangen ist. Doch bevor man sich darauf einlässt, so viel Geld auszugeben, würde ich euch wirklich empfehlen, noch zu warten, auch wenn die Geräte sehr preisstabil sind, aber über die Zeit werdet ihr natürlich hier an der Stelle sparen. Wie gesagt, es ist kein Wow, es ist aber ein Hey und für mich natürlich als Content Creator definitiv das richtige Gerät, um im Jahr 2023 und noch im Jahr 2024 an den Start zu gehen. Ich bin gespannt, wie gefällt euch das iPhone 15 Pro Max? Seid ihr hyped? Seid ihr nicht hyped? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und wenn immer geht, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.